Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zu meinem neuen Rasierladen, Dingsbums, Dingsbums, weil wir müssen uns natürlich endlich mal rasieren. New Game. Close, sorry. Moment, stopp, jetzt haben wir auf. Okay, danke, sehr schön. Was muss ich tun? Guten Tag. Das ist eine richtig gute... Warum bin ich durch die Theke durchgelaufen? Okay, oder bin ich einfach nur drüber geflogen? Schön übrigens, dass der Cursor, ich halte das mal von den Spiegel, weil der gerade hell ist, dass der Cursor ein Schnauzbart ist. Hi, was muss ich machen? Was geht, Alter? Moment, und den muss ich jetzt rasieren, ja? Ja, wir lassen natürlich erstmal, warte mal, das muss natürlich erstmal stehen bleiben hier. Das muss natürlich erstmal stehen bleiben. Also ich meine, ich werde dich natürlich nicht verunstalten, mein kleiner Freund, aber weißt du, man muss ja dann manchmal schon auch so die... auf die Details achten, so als professioneller Rasierer. Es ist natürlich schön, dass ich den jetzt rasiere professionell, aber er im Prinzip dann, also eigentlich braucht er auch Sideburns, ne? Eigentlich braucht er auch Sideburns. Kann ich den Kopf drehen irgendwie? Wie kann ich denn dafür so... Dreh doch mal den Kopf, du Affe! Wie soll das hier funktionieren, du Lappen? Alter, komm mal klar, Mann. Also jedenfalls müssen wir heute rasieren. Und natürlich kriegt er dann Schnäuzer, weil... ich keine verfickte Ahnung... Dreh doch mal den Kopf jetzt, du Lappenkopf! Kann ich dafür sorgen, dass er das tut? Ach, ich kann mich drehen. Okay, ja, das macht Sinn. Kann ich den Kopf auch rasieren? Minus 5 Dollar, wieso das denn? Ich habe doch nur versucht zu helfen. Das ist schon wieder so ein Video. Das ist schon wieder so ein Thema, bei dem man... Nee, wir machen den Bart lieber ab. Komm, bevor er wütend ist. So, bitteschön, du bist fertig, Alter. Du bist fertig. Was muss ich machen? Finish. So. Richard Simmons, finish. Ich bin ganz toll. Guck dir das an. Performance, Alter. Alter, ich bin der beste Rasierer der Welt, verfickte Scheiße. Jetzt mal ohne Kack. Aber es überrascht ja dann auch wenig. Ich meine, so oft und sauber, wie ich mich rasiere, es war ja klar, dass da irgendwas bei rumkommen muss, nicht? Also, 65 Dollar. Wieso eine 2 denn? Ich bin noch der Tollste. Ja, okay, dann nehme ich das mal so hin, Alter. Average Speed 159. The Baby. Some beards require special tools. Use your mouse wheel to switch. Achso, kann ich die jetzt irgendwie kaufen oder so? Ah, die kann ich kaufen. Basic Large. Yes! So, wir haben das gekauft. Aber Moment, hier gibt's auch Clipper. Sind die irgendwie besser? Ein Cape! Ja, dann macht doch mal das Cape klar jetzt. Also ist egal, wir machen erstmal weiter. Das ist dieselbe verdammte Person. Moment, den muss ich jetzt glatt rasieren, oder was? Das muss ich aber bestimmt mal aufpassen, dass ich den nicht schneide. Ich hab noch nie in meinem Leben ein Rasiermesser genutzt. Überraschenderweise. Das. Muss ich das jetzt? Ich hoffe, dass ich den einfach wirklich nur so rasieren muss, Mr. Abraham Lincoln. Also das wäre auf jeden Fall fantastisch. Weil dann hätte ich auf jeden Fall was zu tun. So, komm, es ist schon sehr, sehr ordentlich, oder? Also ich meine, der sieht ja genauso aus wie ich, wenn ich morgens aufstehe und mich gerade rasiert habe. Nur ist das dann immer nach 2,5 Minuten wieder vollgewachsen. Das ist ein Fun Fact. Das ist der Grund, aus dem wir hier so wunderschön unrasiert durch die Gegend rennen. Wobei das eigentlich gar nicht unrasiert ist. Man muss nur genau hingucken, dann sieht man das nämlich auch. So, wenn das jetzt nicht die Performance meines Lebens war, dann weiß ich auch nicht. Bitteschön. Also sehr viel besser wird es nicht. Guck dir das an. Jetzt mal ohne Scheiß, Mann. Wir sind Level 2. Wir sind Level fucking 2. Ich meine, gut, es dauert natürlich noch 20 Jahre, bis wir ungefähr auf Level 537.000 sind wie mein Bart, aber das macht ja nichts. 85 Dollar und eine 1, weil wir so gut sind im Rasieren. Jetzt mal ohne Scheiß. Das ist unsere Bestimmung, Alter. Das ist unsere verdammte Bestimmung. Warum ist Average Speed runtergegangen? Wieso ist das Average Speed? Ach, das sind die Statistics von den Dingern, oder was? Nee, das ist meine Statistik. The Goat. Also muss ich das rasieren. Okay. Was können wir da drüber? Wir nehmen mal einen Clipper. Ist der silberne Clipper? Nee, ich kann keinen Clipper. Wie viel Geld habe ich denn? Wo steht denn eigentlich, wie viel Geld ich habe? Das steht ja nirgendwo. Ach, 120. Nee, das steht nirgendwo. Erzähl nicht so einen Scheiß. Also, ich muss dann jetzt den normalen Clipper dann wieder nehmen und mach jetzt so einen Ziegenbart, ja? Da muss ich jetzt so machen. Und der kriegt jetzt einen Ziegenbart. Da muss ich erstmal den ganzen Kram hier wegmachen, weil der ist natürlich vollkommen überflüssig. Und dann ist natürlich die Frage, warum man das mit so einer Scheißmaschine nicht einfach zu Hause macht. Aber das muss auch keiner wissen. Weil ich könnte natürlich jetzt auch einfach dann. So den Bart machen? Hör mal. Wenn wir nicht alle können. Das ist, wenn das mein wahres Leben so einfach wäre, hör mal. Wenn das im wahren Leben so einfach wäre, dann, wieso Minus? Ich musste doch dahin. Alter, du kannst doch nicht einfach mir Minus machen, wenn ich da quasi hin muss. Das sind nochmal die kleinen, feinen Ecken, die auch manchmal gemacht werden müssen. So. Jetzt habe ich es aber mal gesagt. Ja, guck, du hast auf jeden Fall so, ne? Genauso funktioniert das für die Leute, die das nicht wissen. Man muss dann einfach nur den Rasierer... quasi, seitlich am Bart lang und dann passt das. Wie hat das? Schrecklicherweise hat mir nie jemand wirklich Rasieren beigebracht. Ich meine, es ist überrascht wahrscheinlich jetzt nicht viele Leute, aber... überraschenderweise hat mir nie jemand wirklich Rasieren beigebracht. Also,
So, du hast jetzt eindeutig so ein Ziegenbart. Da ist der eine Riss, da ist der drin, da darfst du jetzt aber nicht so viel. Da darfst du jetzt nicht so anstellen. Da darfst du dich jetzt nicht so anstellen. Ich wollte gerade sagen, jetzt mach mal aber. Wieso denn so schlecht denn? Du kannst doch nicht einfach sagen. Vor allem, was ist das für eine Scheiße? Ich habe so viel Arbeit gemacht, der kann mich. Eine 3. Dann mach es doch selbst besser, du Penner. Jetzt, du kannst mich doch nicht nach meiner Leistung bezahlen. Ich habe doch trotzdem gearbeitet. Ich habe doch das Beste gegeben, was ich da geben konnte. 190. Kann ich mir irgendwas leisten? Ich kann mir nichts leisten. Das zählte aber als Goat. Danke. Da haben wir das ja zumindest gemacht. Was können wir denn noch machen? Was können wir denn noch so Schönes machen? Es ist schön, dass wir hier so eine Achievement-Liste haben. was steht da? Shavirians Level. Ja, das passt natürlich sehr. Oh, 6223 more and you would be the best score. Dein A. Das Ding teased mich auch noch. Jetzt komm mal klar, Mann, Alter. Jetzt mal ohne Scheiß. Komm mal klar. Sideburns. Ja, das machen wir jetzt. Wir machen jetzt erstmal. Pass auf, wir machen jetzt erstmal, so wie das da quasi stand, erstmal alles glatt. Ja, ne? Ich orientiere mich jetzt an dem. Der hat auch gesagt, dass der es haben möchte. Scheiße. Da steht, was ich machen muss. Da steht, was der sich wünscht. Der wünscht sich the baby. Jetzt verstehe ich erstmal, was hier passiert. Der Typ sagt mir, deswegen hat der andere mich wahrscheinlich auch gerade so schlecht bewertet, weil der was anderes haben wollte, als das, was ich gemacht habe. Ja gut, das erklärt natürlich dann einiges. Wenn er sagt, ich möchte glatt rasiert sein und er kriegt dann Kinnbart, dann darf er sich durchaus beschweren, wenn er plötzlich, also das da war dann. Das gestehe ich ihm ein, aber trotzdem hat er mich natürlich zu bezahlen, weil ich trotzdem mein Bestes gegeben habe. Schön, dass die Haare dann so hier durch die Gegend fliegen. Ist das nicht fantastisch? Jetzt mal ohne Scheiß, ist das nicht fantastisch? So, guck, du kriegst jetzt eine Kotelette. Weißt du, wenn ich dir jetzt eine verfickte Kotelette lasse, kriege ich dann wieder Punkte abgezogen. Aber wir wollen es mal nicht drauf anlegen. Wir sind ja freundlich zu unseren Kunden, nicht wahr? Guck, wie liebevoll ich das mache. Guck, wie liebevoll ich das mache. Mach jetzt. Diese Kacke da jetzt nicht abgeht, ne? Jetzt kriege ich wieder Dollar abgezogen. Dann lasse ich die Ecke da. Alles mir doch. Dann renn halt so rum, du Arschkrampe, wenn du mir dafür jetzt Punkte abgibst. Wieso denn so schlecht denn? Die sind ganz schön fies zu mir. 3+. Ich bin der beste Rasierer der Welt. 3+. The shortest time you needed shaving this beard is boss bla bla. That's bla bla. 47. Wobei, ich sage es mal ganz ehrlich. 41,2 oder 0,3 Sekunden wäre schon ein verdammt guter Stundenlohn. Wenn ich für 41 Sekunden $62 kriegen würde. Ja, doch. Also, nehme ich. Was können wir jetzt machen? Was wollen wir jetzt? Moment, den kann ich jetzt finishen. Oder was? Continue. Edgar Simmons, the baby. Der will jetzt the baby haben, ne? Ich gehe davon aus, dass... Jetzt stell dich doch nicht so an, nur weil ich dir ins Auge gestochen habe. Meine Fresse, weißt du, immer diese Weicheier. Dieses ganze... Das geht mir sowieso auf den Zeiger, weißt du? Der Rentner kommt hier hin mit Vollbart, weißt du? Ist ein Berg von einem verdammten Mann. Können wir das... Kannst du mir mal bitte erklären? Wieso? Sag mir bitte, wieso? Da kann ich jetzt auch nichts zu. Also, der kommt hier hin als Berg von einem Mann, Bär von einem Mann mit Vollbart und dann rasiert er sich und dann holt er auf einmal rum. Weißt du, kaum hat er den Bart abschauen, holt er rum, weil, keine Ahnung, ja, weil, kann ich bitte irgendwie machen? Dann holt er rum, weil ich ihm mit dem Rasiermesser ins Auge steche, weißt du? Das geht so nicht. Du kannst nicht einfach jetzt nur, weil du keinen Bart mehr hast, auf einmal sagen, nee, meine Augen sind mir aber so wichtig. Was ist das, die Geschwindigkeit oder was? Warum ist das denn so schlecht? Gib mir doch mal... Wieso denn... Was? Wieso? Da waren wir ein Level, aber du hast Sachen freigeschaltet, die ich noch schlechter können werde. Gut. Aber ich kann mir dafür jetzt den neuen Silver-Dingsbums kaufen. Yes, ich weiß noch nicht, was das so ändert, aber das können wir dafür jetzt machen. Das ist bestimmt ganz toll. The Bracket. Der will jetzt einen Schnäuzer haben. Das soll ich jetzt hinkriegen. Die Frage ist, möchte ich das hinkriegen? Das ist jetzt natürlich die Frage. Es geht dann irgendwie so da am Mund dann noch runter. Jetzt muss ich mich auch noch wirklich konzentrieren. Weißt du, das sind jetzt... Ist die Musik gecopyrighted? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Musik gecopyrighted sein wird und ich deswegen bluten werde. Aber das macht gar nichts, weil Hashtag Copyright Claim. Wir sind ja da auch quasi mittlerweile, erfahren. Wobei ich mich immer noch erschrecke. Ich erschrecke mich jedes Mal, wenn ich so eine komische Copyright-Claim-E-Mail bekomme. Das ist bis heute ein sehr, sehr erschreckendes Ereignis für mich. Danke, Nintendo, dass ich dafür 5 Jahre früher sterben werde. Ihr blöden Penner. Das habe ich natürlich so nicht gesagt, nein. Hinterher sagen die dann, jetzt ist aber mal gut, ihr Freundchen. Und dann sag ich, shit. Das habe ich da zu weit gemacht. Mach das doch jetzt mal ab, den komischen Zipfel da. Ich bin noch mit dem Messer da dran. So.
Jetzt hat er da zwar seinen Schnauzer so runter nicht mehr, aber dafür hat er alles andere. Das ist die Prioritäten, die gesetzt werden müssen. Ich mach das jetzt einfach auch mal ab, damit er gleichmäßig ist. Ich mach's lieber gleichmäßig, als eine Seite falsch und eine richtig, oder? Ich habe keine Ahnung. Also zielgenau sind wir auf jeden Fall. Warum? Deswegen sagt er mir, ich bin zu lang. Wie schnell? Wenn ich das schneller mache, dann heult er wieder rum, weil ich ihm ins Auge stech. Das kann man so nicht machen, Alter. Wieso? Du kannst mir doch keine vier. Guck dir mal, wie perfekt der Schnauzer ist, Mann. Was, ey, wie kannst du das so rumheulen, Alter? Komm mal bitte klar. Penner. Sideburns. Oh, wait, das kriege ich aber hin. Dafür muss ich dann jetzt quasi komplett alles abmachen, ne? So, alles komplett abmachen. Das da bitte. Danke. Alles komplett abmachen und dann den Schnäuzer noch glatt machen, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann müssen wir uns jetzt nur mal ein... Mach doch, du Lappenpenner, Alter. Du Lappenpenner. Sehr schön. Guck, also das jetzt hier, komm. Wir machen jetzt Turbo. Weil dafür kriegen wir offensichtlich... Wieso denn, Mino? Du kannst mir nicht permanent Geld abziehen dafür, dass ich schnell bin. Und dann sagen aber jetzt hier, sei mal schneller. Das funktioniert so nicht. So, guck. Da, das ist im Grunde genommen perfekt, oder? Also im Grunde genommen per fucking Fact. Also ich meine, sehr viel schöner wird soweit nicht mehr. Das ist, und jetzt, wenn du mir jetzt Geld abziehst für die Geschwindigkeit. Wieso denn so wenig, aber dafür in Geschwindigkeit? Jetzt gut, ich verstehe das Spiel nicht. Ich verstehe dieses Spiel nicht, aber ich meine, dafür sind wir endlich Rasiertypen. Er hat es endlich geschafft, kurz an. The Lazy. Das heißt jetzt einfach nur, ich muss jetzt hier ganz normal den hier machen. Ne? Ich muss jetzt einfach nur den machen, ich kann mir scheinbar nicht angucken. Was toll wäre, wäre quasi ein Tutorial. Ein Tutorial dafür, wie ich welchen Bart mache. Aber das wäre ja dann quasi auch zu viel verlangt, weil dann gibt man mir stattdessen lieber eine 6 für irgendwas, wo ich trotzdem mein Bestes gegeben habe. Wobei, kann man im Schulnotensystem auch sagen, okay, nee, hier ist quasi... Hier hast du dann jetzt eine 3, weil du hast ja zumindest dein Bestes gegeben. Dabei sein ist ja bekanntlich auch bei Klausuren alles und deswegen läuft das. Also das ist jetzt fertig. Erzähl mir nicht, das sei nicht fertig. Wenn du dich wagst, mir auch nur einen einzigen Punkt abzuziehen. Du kleiner, verfickter Pe... Alles ist voll. So. Und jetzt gib mir die Kohle. Warum bin ich jetzt wieder Level 1? Ich habe auf Continue geklickt. Das Spiel betrügt mich. Wobei ich gerade feststelle, dass obwohl ich wieder bei Level 1 angefangen bin, meine Sachen immer noch freigeschaltet sind. Also komplett wurde mir mein Fortschritt jedenfalls nicht geklaut. Aber dafür kann ich nur noch The Lazy machen. Weil wir sind ja wieder Level 1. Danke, Spiel. Danke. Aber ich meine, sag mal so, also dafür, dass ich, also das kann ich zumindest. Da kriege ich jetzt auf jeden Fall jedes Mal Highscores oder so ein Scheiß. Und dann ist alles auch ganz fantastisch, weil wir ja so toll sind in The Lazy machen. Was ist, wenn ich jetzt einen so einen Klecks da hängen lasse? Werde ich dann direkt erschossen? Ich glaube schon, das ist das Problem. Weißt du, der ist so anspruchsvoll, dass ich dann direkt erschossen werde. Das kann ich aber so nicht hinnehmen, weil wir... Diese eine Ecke da, ne, das stört mich sehr, dass ich diese eine Ecke da, dass ich damit permanent Probleme habe. Ist egal, wir machen Finish, weil wir sind ja keine Schweden. Jetzt bin ich auch wieder Level 6. Da stand doch gerade Level 1, oder bilde ich mir das komplett ein? Wieso ist die Zeit denn jetzt so schlecht? Der tut so, als hätte ich da 2 Stunden... Sag mal, jetzt... Sag mal, hast du noch alle Tassen im Schrank? Und die sind jetzt alle auf einmal unlocked, weil ich auf einmal wieder Level 6 bin. Weil dir wieder eingefallen ist, oh, er ist Level 6. Ist okay. Nee, komm ich schon mit klar. Komm ich absolut mit klar. So, mach jetzt deinen dummen Schnauzbart hier, Alter. So, jetzt können wir dann wenigstens mal wieder was Neues machen. Ist ja fantastisch. Nachdem wir jetzt dann quasi offensichtlich unser Level irgendwann einfach wieder bekommen haben, weil das Spiel jetzt beschlossen hat, okay, du bist wieder Level 7, dürfen wir dann jetzt weiterspielen. Ja, das ist sehr, sehr, sehr nett von dir, Spiel. So, ich hoffe mal, dass das jetzt so einfach richtig ist. So, das sieht auf jeden Fall schon mal beinahe so aus wie auf dem Foto. So, dann muss ich jetzt nur noch hier dran vorbei. So, und das dann da stehen lassen. Genau, den Kram hier noch machen. So, das muss hier gerade sein. Wenn der mir jetzt sagt, das ist falsch, ne? Wenn der mir jetzt sagt, das ist falsch, dann bin ich diese dumme Kackstelle nervt mich so sehr. Das geht mir richtig auf den Zeiger, dass da permanent dieser eine Ort ist, an den ich nicht rankomme. Und dann sagt das Spiel, ja, das ist aber eine 5, du doofer Penis. Ja, so nennt mich das Spiel manchmal. Sehr, sehr freizügig sogar. Warum kriege ich da jetzt keine Kronen für? Wieso kriege ich da jetzt keine Kronen für? Das ist perfekt. Aber eine 1. Ja, die habe ich auch verdient. So, die ist ja auch mal gut jetzt hier. Ach, jetzt kriege ich meine Kronen nach. Was zur Hölle geschieht hier? Na, dieses Spiel ist überhaupt nicht verbuggt oder so ein Scheiß. Da muss man dann nur genau hingucken. Was bringt mir das hier? Silver Knife. Ja, das schalten wir dann jetzt wohl mal eben frei und gucken, was das dann noch so kann. Natürlich jetzt die Sideburns, die waren da ja beim letzten Mal, waren ja komplett falsch. Das heißt, im Prinzip müsste ich ja jetzt eigentlich dann irgendwas anders machen. Das heißt, wir können dann jetzt ja mal versuchen, sogar noch zusätzlich zu dem Schnauzbart, der ja offensichtlich ab muss. Ich nehme jetzt mal einfach das schmalere von den beiden Dingern. Der Schnauzbart muss ja ab, da sind wir uns ja quasi einig, ne? Der muss weg. So, dann machen wir auf jeden Fall schon mal, weil das ist ja auf dem Minibild dazu erkennen. Tutorial, wie irgendwas funktioniert, wird übrigens tatsächlich fantastisch, aber das ist dann ja quasi auch zu viel verlangt. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass das dann ja auch noch so ein bisschen weg muss oder so. Dass da so ein bisschen Kontur noch rein soll oder sowas. Ich habe keine verdammte Ahnung, was der Typ von mir möchte, aber ich interpretiere diese Zeichnung da jetzt einfach mal so.
So, ne, und dann mal wieder hier, kriegt er dann auch so ein bisschen so ab, ne, hier, den hier, so, dann kriegt er das in der Mitte, bleibt natürlich, weil das muss natürlich sein, weil so sieht dann das ja ganz, ganz toll aus, weil ich hab's ja auch gemacht, ne, also muss man jetzt aber nüchtern betrachten. So, das sind jetzt eindeutig deine Sideburns. Erzähl mir nicht, das sind jetzt nicht deine Sideburns, du Arschkrampe. Wenn du mir jetzt, wieso ist das schon wieder so leer? Ich bin, wie, wo denn? Warum springt der nur so flach, Mann? Oh, ich geb dir kleine 5, du, ich geb dir kleine verfickte, ich möchte gerne den spanischen Bart haben, den möchte ich gerne machen. Was echt toll wäre, wäre, wenn ich mir... Warum... Nein! Da habe ich jetzt Geld für gekriegt. Ich habe einfach nur auf Finish gedrückt. Ich habe einfach nur auf Finish gedrückt. Es wäre schön, wenn ich mir die Sachen hier angucken könnte. Aber stattdessen muss ich das anhand dieser Sachen da machen. Aber ich habe ja sowieso keine Ahnung von dem, was hier passiert. Weil ich habe mich ja sowieso in meinem Leben offensichtlich noch nie rasiert. Was ändern diese Capes überhaupt? Warum würde ich dafür Geld ausgeben, außer dass sie dann toller aussehen? Habe keine Ahnung, meine Damen und Herren, für dieses wunderbare Spiel, in dem wir uns endlich mal rasiert haben und ich keine verfickte Ahnung habe, was passiert, bitte Like-Button kaputt kloppen, dafür waren wir kreativ. Komm, wir haben uns kreativ betätigt und haben Sachen gemalt. Vielen Dank in den Kommentaren. Ja, was für ein Bart war denn euer liebster Bart? Und wie viele Millionen Dollar? Für die Leute, die jetzt nicht wissen, ist ja die neue Währung, die Mischung aus Euro und Dollar, Olla. Wie viele Millionen Olla kriegen wir wohl dafür, dass... rasierte ich mich. Vielen lieben Dank, dass du da warst, du offiziell winkenderweise wie immer. Bis zum nächsten Video. Yeah, liebe Leute. Tschüss.